Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Video zu Memories of Mars. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, weil wir noch eine Mission hatten. Und ja, ich nehme euch gerne wieder mit hier auf meiner Mars-Mission. Und wir wollen da hinten hin, in diese, nennen wir es einfach mal provisorische Stadt. Erstmal werden wir uns da noch ein bisschen umschauen. Vielleicht können wir da auch was zubauen. Also ich kann mal gucken, ob ich Structures bauen kann in diesem Part. Aber als erstes will ich ein paar Flops finden, damit ich wieder neue Sachen lernen kann. Ich habe jetzt gerade einen Reflex-Sight gelernt, aber konnte es noch nicht craften. Und wenn euch das Spiel gefällt, checkt den Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit meinen Survival-Künsten auf dem Mars. Ich müsste noch eine ganze Zeit lang überleben können. Klar, ein bisschen mehr Futter wäre immer gut, ja, immer auf Nummer sicher sein. Aber bewaffnet sind wir schon mal. Wir können uns auch heilen und ich kann theoretisch fast alles abbauen bis dato. Sogar Strukturen kann ich angreifen. Das ist wohl die Hauptstadt. Ich würde sagen, nee, Quatsch, doch, die ist genau in der Mitte. Ich würde sagen, das ist die große Stadt auf diesem Planeten. Es gibt mehrere vorgefertigte Städte. Man kann sich seine eigenen Basen bauen, aber das hatten wir soweit noch nicht gesehen. Und ich hoffe, es gibt hier Loot. In der ersten City, in der ich kurz war, da waren echt viele Monster gewesen. Da auch. Das ist halt der Nachteil an diesen Gebieten. Wie schnell werden die aggro? Was ist das eigentlich? Oh, kann ich hier gerade das Oxygen mitnehmen? Yes, ein Oxygen Outlet. Deswegen lohnt sich das hier hinzukommen. Ich könnte... Oh, es geht sogar auf. Wieder Mats. In Gebäuden laggt es noch leicht, aber das ist halb so wild. Zumindest jetzt. Die Knarre lassen wir da drin. Brauche ich nicht. Hier seht ihr mal, dass die Schächte immer leuchten. Immer mal wieder die Türen zu machen. Einfach nur Nummer sicher, falls mich was verfolgt. Ich kann noch ein bisschen in die Trakt. Das ist eine kleine Kammer. Ein Loot-Ding. Nee. Ups. Naja, Oxygen. Momentan nicht mehr das größte Problem, muss ich sagen. Aber noch mehr Patronen. Das ist natürlich auch ganz nett. Das hier zum Beispiel, es ist leider auch kaputt. Hier hätte ich craften können und ich hätte es auch gerne versucht. Hier geht's. Solange ich im Haus bleiben kann, ist alles gut. Schade, dass die alle kaputt sind. Kann ich die reparieren? Okay, hier werden wir da rausgehen müssen. Das ist auch ein kleines Gebäude gewesen, obwohl Quatsch, unten müssen... Ich kann auch nicht schießen. Da jetzt... Die brauchen schon echt ein bisschen Munition, leider. Oh, das Ding ist hier reingekommen. Ich hab mich... Aber die Mobs geben halt die Flops. Und jetzt wird abgebaut. Komm schon. Weiß nicht, ob es mir irgendwas gegeben hatte. Ist auf jeden Fall verschwunden. Da ist die Pistole drin. Ich hab mich gerade so erschrocken. Warum müssen es auch Spinnen sein? Mehr Oxy. Das wäre auch die Tür von der anderen Seite. Das heißt, das hier ist alles. Danach in das große Haus. Das ist gut. Eine Werkstatt. Ja, hier wollte ich hin. Jetzt darf nur nichts kommen. Hier kann ich mehr craften. Seht ihr, was ich meine? Da ist es. Kupfer brauche ich dafür. Mehr. Ich kann Kupfer noch nicht, richtig? Survivalist. Das hier
Bringt mich wirklich gar nicht weiter, was Kupfer angeht. Richtig. Hier unten hilft das mir vielleicht, andere Sachen abzubauen. Ich muss... Healing... Das sind nur solche Sachen. Wie komme ich an Kupfer ran? Das ist auf jeden Fall das, was ich meine. Kupfer. Ich muss aus Dingens... Ich habe gar nichts dafür, ne? Nur Nitrate, aber da... Nee. Ich brauche die Möglichkeit, Kupfer zu machen. Oder ich finde es direkt. Carbon. Einfach Flops. Ja, ich dachte, da liegt auch noch was. Aber ja, ich wusste, dass ich da mehr craften kann. Oh oh. Das sind ein bisschen härtere Mobs. Leg Protector. Was ist jetzt? Sehr different from the one, only one activated time, one player can be registered to it. During players may override the registration for others. Ich habe ein Event getriggert. Terminal Charlie is currently available for registration. Ich muss zu Charlie. Aber nicht durch die Mitte. Was habe ich denn? Oh nein, ich muss was essen. Ich feg mir beide rein. Was habe ich denn jetzt? Ja, muss weg. Ich muss ein bisschen stehen können hier. Dann wollen wir mal nach Charlie. Erstmal die Waffe kurz nehmen lassen. Das müsste noch gehen von der Range zu den Mobs. Ist da wer dran? Da war einer dran. Komm schon, nicht lecken. Ich muss erst raus. Ich gehe da gleich wieder hin. Boah. Medikit. Medikit müsste doch alles heilen, oder? Ich will den unbedingt looten. Der hat einfach nur seine Rüstung rot gefärbt, aber... Ich hätte halt keine Blutung. Ja, geil. Dann noch das Spray drauf. Da müssen wir noch sprayen. Da war echt ein Spieler hingekommen. Holy shit. Moment, der liegt noch auf C, deswegen tappt er das. Die Mobs. Das werde ich, glaube ich, nicht besiegen, oder? Ich glaube, ich werde hier nicht wegkommen. Den habe ich besiegt. Der Große. Er ist down. Okay, okay. Ich habe zwar super viel dafür gewastet. Und ich...
Ich höre schon wieder neue. Oh, da waren echt noch zwei weitere Spieler. Das war eine Zwei-Mann-Gruppe, die mich da jetzt geholt hat. Ich war noch so gut dabei. Aber ja, das Event zieht die Leute an. Ich werde mich jetzt mal hier downen, weil die werden mir natürlich nicht helfen. Deswegen schnellen Blutverlust eben. Oh, die Mobs sind echt stark am Anfang. Hier bin ich gestorben. Hier hätte ich spawnen können. Wenn ich South spawne, bin ich mit am nächsten dran. Ich dürfte jetzt nur die Workbench wieder haben. Plus natürlich die Sachen, die ich gelernt habe. Ich hätte direkt die Flops wasten sollen, um Sachen zu craften. Ja, jetzt habe ich Spawn Protection. Die werde ich auch nutzen, um abzuhauen. Und hier sieht man auch, ich hätte dieses, ach, ich habe schon Bock gehabt auf das Event. Aber die Mobs sind noch einfach zu stark gewesen. Boah, aber diesmal hatten wir wenigstens auch den PV... Oh. Ah, da hat einer Mob getötet und liegen gelassen. Verstehe. Das hier aber nicht. Dankeschön. Moment, das ist gar nicht so schlecht hier, diese Absturzstelle. Gib mir noch einen Rucksack. Ah. Fruit Juice. Aber ein klein bisschen Stuff haben wir bekommen. Ja, die Toolbox habe ich natürlich behalten. Der Rest ist erstmal raus. Ja, die haben sich natürlich zu zweit an das Event rangeschmissen. Es wäre super witzig gewesen, wenn das die Jungs gewesen wären. Es waren ich habe ja einen getötet und danach kamen zwei, um mich zu killen. Es wäre echt... Das wäre zu krass. Ich muss jetzt unbedingt fragen nach der Aufnahme. Also wenn das die Peets waren, die spielen ja zu dritt. Und wenn ich jetzt den einen gekillt habe und da waren die beiden noch über gewesen, na natürlich jetzt eine Knappe wieder, dann wäre das ja wohl der Hammer. Ja, aus meiner Leiche werde ich nichts mehr rausziehen können. Oh nein. Spinnen am Anfang sind bitter. Obwohl die gar nicht so viel Schaden machen. Die wirken nur sehr nervig. An sich ging das ja nochmal klar. Boah, der Canyon ist schon groß. Hopp, springe ich hier nochmal rüber. Wie weit ist die Stadt noch weg? Ich glaube, ja, oh, what? Ja, gut, das müssen drei Spieler ja gewesen sein. Das wird nicht der eine gewesen sein. Der war zu schnell dann wieder da, wenn ich selber so lange laufe. Gut, da ist noch ein bisschen was hin. Dann würde ich sagen, versuche ich noch da unten mal zu looten. Das sieht noch so... Oh, 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 oh! Habe ich was zu essen? Restores Ration and Health Overtime, ja. Dann muss ich ein bisschen was schnabulieren, Leute. Hier ist was passiert. Dann sauge ich hier mal die Tüte leer. Und ich hoffe, das steckt. Ja, man muss es ja noch runterspülen, ne? Danach noch was trinken. So, und jetzt hoffe ich, dass... Oh, nicht an der Ecke da hängen bleiben. Jetzt hoffe ich, das funktioniert. Und jetzt lass mich nicht nochmal runterfallen. Das ist unten, oder? Das ist unten. Und ich glaube, da... Ich höre doch schon wieder eine Spinne, oder? Komm schon. Leute. Oh, was ist das für ein dramatischer Abgang? Mein Bein ist verletzt. Ich kann nicht springen. Oh, das ist ja... Erinnert mich an ein anderes... Oh Gott, dramatisches Ende. Die letzten Szenen. Das Dalukat auf dem Mars. Da oben. Eine rettende Hütte. Und mit diesen sehr dramatischen Bildern würde ich mich verabschieden, Leute. Wenn das Spiel etwas für euch ist,
gerne ein Like da lassen. Schaut es euch einfach mal an, Link unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich werde rausfinden, ob das die Jungs waren, die mich angegriffen haben. Bis dahin, macht's gut. Ciao.